Und weiter geht's beim Let's Play Hydra Castle Labyrinth. Diesmal habe ich nicht gesagt, La Mulana oder Maze of Gadgets. Ja, uns fehlen noch drei Items und die... Ich dachte gerade, ich würde jetzt sterben, aber ich habe es dann doch nicht getan. Good guy Sache. Die möchte ich jetzt holen. Weil... Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Fledermäuse auf Doom, von denen ich mich diesmal nicht treffen lasse, sonst höre ich mich wieder so kleines Äffchen im Hintergrund lachen. Ja, so ungefähr klingt es, aber auch nur so in der Art. Scheißegal. Ich muss, glaube ich, nach da. Und könnt ihr euch an den Ort erinnern, von dem ich sagte, merkt ihn euch? Nein, ich auch nicht. Schade. Aber nicht schlimm. Au! So, ich hoffe, ich glaube richtig. Nö. Sage ich ja. So. Aber nicht schlimm. Noch sind wir hier lange nicht am Ziel. Eigentlich war das genug. Eigentlich sind wir gar nicht mehr so weit weg vom Ziel. Schlagen. So, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind wir ganz in der Nähe von einem weiteren Item. Nämlich diesem Herz. Ja, und eigentlich habe ich es in einer so unklugen Reihenfolge gemacht, wie es dümmer hätte gar nicht sein können. Egal. Nicht schlimm. So, da möchte ich nämlich hin. Und danach da. Und Achtung. Ping, ping. Ja, wenn wir uns erinnern, wir haben damals... Ja, mach einfach so viel Schaden wie der Endgegner. Das ist schon okay. Wir haben damals hier unten die Fertigkeit bekommen, rote Blöcke zu zerstören. Kam aber natürlich ohne den Double Jump nicht hier hin. Haben wir das nachgeholt. Dieses Amulett, dieser Ring, verhindert, dass wir zu... Nein, dass wir vergiftet werden. So war's. Deswegen wurde ich auch noch von Endgegnern vergiftet. Während der grüne Ring da verhindert, dass wir zu Stein werden. Ja, auch das ist theoretisch möglich bei Maze of Galleas. Sicherlich auch bei Hydra Castle Labyrinth. Fuck my life. Wieso zum Geier? Das ist doch nicht so schwierig. Ja, eine Kette, mit der ich euch aus dem Dreck gezogen habe. Nein, die verhindert Schaden von Erdbeben. War also auch nicht so klug, die jetzt einzusammeln, beziehungsweise vielleicht schon klug, aber sie hätte weitaus mehr Sinn gemacht, wenn ich sie mal anders eingesammelt hätte. Nämlich am besten vor dem letzten Endgegnerkampf. Bing, bing. So. Ja. So lässt man sich von einem unbewegten Projektil treffen. Oder Ding. Ja, ich wollte... Oh, ich wollte ein wenig tanzen. Und Elford sicherlich auch. So. Und dieses wunderschöne Goldding, was aussieht wie eine Goldnuss, beschafft uns nun mehr Item-Drops. Ja. Mehr Herzen, mehr Munition, mehr alles. Finde ich ja schön. Ihr sicherlich auch. Und jetzt heißt es nur noch den letzten Tempel finden. Weil ich weiß nicht mehr, wo er ist. Bisschen. So, eigentlich dachte ich, er wäre hier, aber vielleicht vertue ich mich. Vielleicht ist er aber auch da. Tempel Nummer 9. Seid ihr bereit für den letzten Tempel von Hydra Castle Labyrinth? Ich hoffe, es ist Tempel Nummer 8. Ja, 9. Und bevor ich da reingehe, hole ich mir natürlich erstmal neue Munition. Und dann schauen wir mal weiter. Ich überlege gerade, ob ich diesen Teil hier rausschneide. Ja, wir sehen schon, die Item-Drops werden häufiger. Ja. Ich guck mal gerade, wie viel ich jetzt kriege. 1, 2, nee. Okay, Leute, ich schneide das eben, hol mir wieder 99 Munition und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Obwohl, andersrum, das ist, glaube ich, weniger Zeit, die ich damit verschwenden würde, hier Items zu holen. Außerdem muss ich ja eh den Part voll kriegen, nicht wahr? Richtig, gut. Sag ich ja. Ups. Ja, wir brauchen noch viermal dieses Munition-Ding. Und dann sind wir soweit. Dreimal verbleibt. Und wir haben ein perfektes Spiel hingelegt. Bis auf den letzten Endgegner, der noch fehlt. Aber ich mag es immer, solche Spiele zu sehen. Vor allem mit einem vollen Inventar. Schön ist es natürlich dann, wenn es optionale Items gibt. Wie auch bei La Mulana. So auch hier. Die man nicht haben muss, aber durchaus den Spielspaß vergrößern. Oder vereinfachen. Oder... Ja. Rollenspieler sollte auch ein Sammler sein. Das eine geht ohne das andere nicht. Gut, wir haben alles. Wir sind perfekt vorbereitet.
Wir schauen mal, woher Hydra Castle Labyrinth eigentlich seinen Namen hat. Diese Musik. Ein Traum in meinen Ohren. Okay, das sieht nicht so schwierig aus. Oh, das war nicht so nett, ne? Aber eigentlich auch gar nicht weiter tragisch. Kann ich das blocken? Ja. Weil wir ja jederzeit wieder den Palast verlassen können. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann gab es da unten zwei solcher komischen Säulen. Übrigens, diese Goldnuss, von der ich gerade sagte, dass die dafür verantwortlich ist, dass wir mehr droppen. Ich glaube, die hat als Side-Effekt, dass wir weniger Schaden kriegen. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Ich könnte durchaus nur Scheiß erzählen. Aber ich glaube schon. So. So, hier müssen wir ja was machen. Wieso war was? Das war dumm. Das hätte ich mir sparen können. Egal. Könntest du einfach nur gehen und nicht blöd aussehen? Seit wann hast du eigentlich hinten Augen? Seit wann interessiert mich das? Und seit wann stelle ich so unnötige Fragen? Dich kenne ich. Ja, das sind schöne Treffer. Seht ihr? Erdbeben macht uns kein bisschen mehr. Oh, aber das schon. Ja, da dachte ich, ich hätte ihn schon kaputt, aber hatte ich nicht. Aber jetzt, das war mutig. Das hätte böse enden können. Ist es aber nicht. So. Barriere Nummer 1. Zerstört. Und zurück. Und zwar so schnell wie möglich. Ohne zu sterben, das wäre noch viel schöner. Ja, obwohl ich auf dem besten Weg dahin bin. Also mit Sterben wäre es jetzt sehr viel einfacher. Aber ich versuche es trotzdem nicht zu tun. So, das hier ist natürlich wieder so eine Pain in the Ass Geschichte. Wow. Ja. Nein, noch bleibe ich ruhig. So, und bevor ich etwas Neues zeige, gehe ich den gleichen Weg direkt wieder. Ja, ich könnte das jetzt rausschneiden, aber das würde alles verfälschen. Jetzt weiß ich auch, was diese komischen, fiesen Dinger hier tun. Wie viele Schläge sie aushalten. Das sollte jetzt nicht ganz so schwierig sein. Meine Güte, meine Stimme ist so AFK wie ich damals in der Schule. Nehmt euch daran kein Beispiel. Bloß nicht. Außer ihr habt keine Lust auf Schule. Dann macht's genauso. Ja, ich gebe wieder sehr wertvolle Hinweise fürs Leben, bis mich dann die ersten Elternteile anschreiben. So, ich gehe jetzt hier total auf Nummer sicher. Habt ihr gesehen, wie sicher ich jetzt bin? Wenn das ist, naja, egal. So, eigentlich war es Quark, die hier schon zu zerstören, weil ich die erst beim Rückweg zerstören muss. Aber, ach, komm schon. Naja, gut. Es ist der letzte Tempel, der darf ruhig was schwieriger sein. Da habe ich ja nichts gegen. Hier kann man jetzt auch Munition verballern bis zum Umfallen. Und ich liebe diesen Bumerang, der aussieht wie Südfrüchte. Soraka lässt übrigens grüßen. Scheinbar ist das der Angetraute. Und wem Soraka nichts sagt, shame on you, guckt häufiger meine Streams. Dann wisst ihr, wer Soraka ist. Ich bin so gut vorbereitet, dass ich meinen Aschenbecher sogar leer gemacht habe. Und das heißt schon was. Wenn ich jetzt nur wüsste, was das heißt. Aber ist egal. So, hier werde ich mal was anderes versuchen. Ja, das geht sehr viel einfacher. Und ist auch sehr viel sicherer. So, den schenke ich mir einfach mal. Das ist natürlich der Nachteil ans neu spawnenden Gegnern. Aber der Vorteil davon ist, den darf man ja auch nicht erkennen. Es könnten ja auch wieder neue Items da sein. Aber sind sie natürlich nicht, weil ich das Spiel spiele. Bäh. So. Stirb. So, ich werde mal schauen, wie weit ich den Part mache. Ich denke, ich werde noch... Ach, ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht... Bestimmt irgendwas mit Fleisch zu tun.
Ich denke mal, ich werde auf dem halben Weg Stopp machen. Das heißt, wir hatten 8 Endgegner. Ich werde 4 besiegen. Und dann im nächsten Part die nächsten 4 und sehen was. Junge, okay. Ich weiß, du gehst gerne auf Nummer sicher, aber dreimal in einer Sekunde zu speichern, musst auch du nicht tun. Beziehungsweise ich. Also du. Nein, du bist schuld. Nicht ich. Was erwartet uns denn hier? Natürlich, du hältst auf einmal Schuss. Okay, du hältst. Hält also 3 Schüsse aus. Ist ja schön. Könntest du einfach abhauen vielleicht? Ja. Komm doch. Ach, dann. Ja, genau. Huhu. Oh, ein Herzchen. Für den lieben Saft. So. Hier ist es nur halb so schlimm. Vielleicht auch nicht. Ah, vielleicht auch schon. Zack. Ha, ha, ha. So, der Weg ist auf jeden Fall um einiges leichter bisher. Bis zu dieser Stelle. Ihr müsst mich auch echt aussprechen lassen. Hoch. Oh, das klappt ja gut, ne? So. Hey, konzentrieren, da kann nichts schief gehen. Hey, schon wieder durch. Ich dachte, da kommt ein anderer. Los, seid nicht unkreativ. Gehen sie vielleicht kaputt? Ich hau dir auf deinen ekelhaften Sack. Hurra! So. Ganz ohne Probleme geschafft. Erst einmal Game Over in ungefähr 7 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Das war blind ins Blaue geschätzt. Okay, ich halte jetzt erstmal mein Maul und warte, bis ich gespeichert habe. Dann mache ich wieder große Töne und stelle dieses Spiel als einfachstes Spiel der ganzen Welt dar. Aber erst, wenn ich gespeichert habe. Was ich hoffentlich ziemlich bald kann. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, durch diesen neuen Item-Drop, beziehungsweise diese erhöhten Chance-Items. Ja, oder so. Zu finden, ist das Ganze doch ein wenig angenehmer und einfacher. Aber wo spielt schon schwierig mit einer Runde? Doch nicht hierbei. Achtung, ich sag's richtig. Hydra Castle Labyrinth. Ja. Nehme ich überhaupt auf? Ich hoffe es einfach mal. Ich könnte auf meiner Tastatur gucken, ob ich aufnehme. Moment. Ja, ich nehme auf. Ist das schön. So, wir können nach unten mal schauen. Ja, das war klug, ne? Sehe ich auch so. Okay, hier ist wieder Yoga Flame. Das gefällt mir irgendwie gar nicht so. So, hast du da auch eine Banane in der Hand? Ja, aber einen von Link geklauten Bumerang. Aber du kriegst echte Waffen, ich krieg Bananen. Was? Natürlich, ja, selbst, ja, natürlich, also. Wer kommt nicht drauf, das Pinguin? Ja. Also, wenn ihr im Bio nicht gut seid, Achtung, ich gebe mal wieder Nachhilfe. Pinguine, die aussehen wie Papageien, verlieren ihren Kopf, der dann explodiert, weil er hochtoxisch ist. Aber kein Problem, der wächst nämlich auch wieder nach. Gut. Nächste Bio-Klausur ist gerettet. Bedankt euch später oder niemals. Lost jetzt Zeit. Ich habe echt alle Zeit der Welt. Okay. Ja, das ist immer eine Abwechslung. Endlich mal ein anderer Endgegner. Beziehungsweise, es war mal ein Endgegner. Mittlerweile ist er nur noch ein Zwischengegner. Aber soll mich auch nicht stören. Oh Gott. Eigentlich, ne, sollte ich erst komplett zurücklaufen und speichern, bevor ich das nächste versuche. Und ich glaube, das mache ich auch, ja. Ich weiß noch nicht, mit was für Gefahren der Rückweg gespickt ist. Und außerdem möchte ich euch, also der Rückweg von der anderen Seite nachher. Und außerdem möchte ich euch ein wenig Zeit ersparen, weil ich will das Ganze nicht wieder offscreen aufnehmen. Das ist nämlich gay und retarded.
Genau wie das. Und ich denke... Ne? Sag ich ja. Komm, gib mir deinen Kopf. Der wächst nach, ey, wenn ich darüber... Natürlich. Selbstverständlich. Was auch sonst. So, um an den Yoga-Flame-Dingern vorbei. Wusch und Schwamm. Kennt ihr nicht Faster Than Light? Das ist lustig. Müsst ihr mal spielen. Achtet nur darauf, dass nicht Crazy Chaos in der Nähe ist und sie ihre Crewmitglieder nach euch benennt. Das wollt ihr nämlich nicht. Es sei denn, ihr trachtet nach dem Tod. Was man ihr aber zugutehalten kann, als vorbildlicher Kapitän, lässt sie jeden der Crewmitglieder anders sterben. Den einen im Kampf, der dafür nicht ausgebildet ist, den anderen... Da werden dann versehentlich mal die Sauerstofftüren bzw. die Türen des Raumschiffs offen gelassen. Bei dem anderen, der darf dann einen schmerzhaften Feuertod sterben. Also auf Abwechslung ist auf Captain Bunnies. Ich will es nicht Schiff nennen, das ist eher so eine... Ich weiß nicht. Also ich nenne es liebevoll die SS Selbstmord, aber da ist ja jeder anders. Ihr könnt ja gucken, vielleicht könnt ihr anheuern, vielleicht aber auch nicht. Falls ihr wirklich da anheuern wollt, sagt mir Bescheid, ich würde euch gerne noch persönlich auf Wiedersehen sagen. Und es war sicherlich schön, einige von euch gekannt zu haben, bei anderen wiederum nicht, da ist es mir egal. Ja. Oh Gott. Aber endlich mal was Neues. Nichts Neues im Staat Dänemark. Stirb. Vitaminvergiftung. Und du tot. Oh. Meine ich auch. Wunderbärchen. Oh Gott, das klang noch schwuler als irgendein Lied von Modern Talking. Und ich gehe davon aus, dass Dieter Bohlen und Christian Anders mich natürlich abonniert haben. Deswegen werde ich sicherlich bald eine rechtliche Klage am Hals haben. Aber das passt schon. Ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass es echt naheliegt. Man muss echt... Ich finde das gut, wenn man mit den Tatsachen immer schön realistisch und bodenständig bleibt. Da kann eigentlich nichts passieren. Außer sowas, natürlich. So, guck mal. Ganz easy wird er durchgejumpt. Guck mal hier. Ah. Zack. Und speichern und den Papen. Hydra Castle Labyrinth. Ein Spiel für Jung und Alt, vor allem für Jung. Hä? Egal. Ignoriert einfach, was ich gesagt habe. Scheißegal jetzt. So, Leute, ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Hydra Castle Labyrinth und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Tschüssi.